Hallo und herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch einige Funktionen und Handhabungen des neuen Emotion M25. In einem weiteren Video werden wir ebenfalls auf die Emotion App und deren Funktion und Möglichkeiten eingehen. Jedes Emotion Antriebsrad ist mit einem Stellrad am Greifreifen ausgestattet, auf welchem eine Skala von minus 3 bis plus 3 abgebildet ist. Dieses Stellrad ermöglicht es Ihnen, unabhängig von der Programmierung über die Emotion App, die Sensitivität des Greifrings manuell zu verstellen. Um den Widerstand auf einer der beiden Radseiten zu reduzieren, stellen Sie das Stellrad der entsprechenden Radseite in den Bereich zwischen minus 1 und minus 3. Der Greifring lässt sich nun mit weniger Kraft auslenken. Werte von plus 1 bis plus 3 erhöhen den Widerstand und somit den Kraftaufwand, um den Greifring auszulenken. Änderungen am Stellrad können sich eventuell auf bereits voreingestellte Parameter über die Emotion App auswirken. Daher bitten wir Sie, diese Einstellung nur in Rücksprache mit Ihrem Sanitätshaus zu verstellen. Das Einlernen bzw. Pairing der ECS-Fernbedienung auf die Emotion-Räder erfolgt nach folgenden Schritten. Schalten Sie beide Emotion-Räder direkt am Rad ein. Schalten Sie nun die Fernbedienung über den Ein-Aus-Taster ein und drücken den Pairing-Taster auf der Rückseite mit einem schmalen Gegenstand für mindestens 3 Sekunden ein. Nun erscheint das Pairing-Symbol im Display und Sie können die Pairing-Taste loslassen. Bestätigen Sie jeweils nacheinander das blinkende Rad am Ein-Aus-Taster. Das Pairing-Symbol im Display erlischt und das blinkende Bluetooth-Symbol wird nach dem Verbindungsaufbau dauerhaft angezeigt. Die ECS-Fernbedienung kann jetzt verwendet werden. Mit der ECS-Fernbedienung stehen Ihnen zwei unterschiedliche Unterstützungsstufen zur Verfügung. Schalten Sie hierzu die Fernbedienung ein. Warten Sie, bis die Bluetooth-Verbindung hergestellt und dauerhaft mit der jeweils zuvor ausgewählten Unterstützungsstufe angezeigt wird. Zum Wechseln der Unterstützungsstufe betätigen Sie den 1-2-Taster. Sobald die gewählte Unterstützungsstufe dauerhaft auf dem Display zu sehen ist, kann diese auch genutzt werden. Zusätzlich zu den beschriebenen Unterstützungsstufen steht Ihnen ein Lernmodus zur Verfügung. Um diesen Modus zu aktivieren, halten Sie den 1-2-Taster so lange gedrückt, bis das Symbol für den Lernmodus im Display erscheint. Der Lernmodus führt Sie durch ein besonders sanft eingestelltes Fahrverhalten behutsam an die Bedienung des Emotion heran. Um den Modus zu deaktivieren, drücken Sie erneut den 1-2-Taster für ca. 3 Sekunden. Sollten Sie die Fernbedienung für mehr als 2 Minuten nicht nutzen, wechselt diese automatisch in den Schlafmodus. Dies wird Ihnen durch ein Halbmond-Symbol angezeigt. Der Emotion selbst kann jedoch weiterhin genutzt werden. Zum Deaktivieren des Schlafmodus drücken Sie den Ein-Aus-Taster. Die Verbindung zu den Rädern wird nun wieder hergestellt. Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Rückrollverzögerung betätigen Sie die eingekreiste A-Taste. Nachdem das Symbol permanent im Display angezeigt wird, können Sie diese Funktion nutzen. Die Rückrollverzögerung erleichtert das Befahren von Steigungen und Rampen, indem ein Zurückrollen des Rollstuhls
während des Umgreifens für ca. 5 Sekunden verhindert wird. Um eine Werkseinstellung des Emotions durchzuführen, drücken Sie den Reset-Taster mit einem schmalen Gegenstand so lange ein, bis im Display alle Anzeigeelemente aufblinken. Die zurückgesetzten Werte entnehmen Sie bitte der mitgelieferten Bedienungsanleitung. Sollten Sie mit Ihrem Emotion verreisen, haben Sie die Möglichkeit, die Räder manuell oder über die Emotion-App in einen Flugmodus zu versetzen. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste für mindestens 10 Sekunden bis zum spürbaren Anschlag ein. Sobald die LED-Anzeige am Rad blinkt, lassen Sie die Taste los und drücken Sie diese innerhalb von 5 Sekunden erneut. Führen Sie den Vorgang für beide Räder durch. Der Flugmodus verhindert ein versehentliches Einschalten der Räder während des Transportes. Beim Drücken der Ein-Aus-Taste im aktivierten Flugmodus wird Ihnen ein Aufblinken der roten LEDs angezeigt. Zum Deaktivieren drücken Sie erneut die Ein-Aus-Taste für mindestens 10 Sekunden, bis die LED-Anzeige aufblinkt. Lassen Sie die Taste nun los und drücken Sie diese innerhalb von 5 Sekunden erneut. Der Flugmodus ist nun deaktiviert und der Emotion kann wie gewohnt genutzt werden. Das Ausrufezeichen im Display signalisiert, dass die ECS-Fernbedienung die Funkverbindung zu den Rädern verloren oder nicht korrekt hergestellt hat. Mit Hilfe des mitgelieferten Werkzeuges können Sie die Batterien Ihrer Fernbedienung wechseln, indem Sie die Schrauben auf der Rückseite lösen. Entfernen Sie nun die Abdeckung und ersetzen Sie die alten Batterien durch zwei neue vom gleichen Typ. Schrauben Sie die Abdeckung nun wieder fest an. Mit der Emotion App stehen Ihnen weitere nützliche Zusatzfunktionen zur Verfügung, welche die Bedienung Ihres Emotion noch komfortabler macht. Dies werden wir Ihnen in einem weiteren Video vorstellen.